Moin moin zusammen und willkommen zu einer neuen Runde Armored Warfare. Ja, heute gibt es wieder eine neue Panzervorstellung. Wie immer in der Panzervorstellung kurz die Geschichte des Panzers und dann schauen wir uns das Wichtigste an, die Werte des Panzers im Vergleich zu seinen drei Konkurrenten, dem Leopard 2AV, den T-72A und den MPT-70 Panzer. So, der kleine Einblick in die Geschichte zuerst. Zum XM1 gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Die Amerikaner haben versucht, 1973 einen Nachfolger für den M60 Patton zu entwickeln. Der XM1 ist damals als Prototyp entstanden. Es wurden insgesamt nur 3 Stück davon produziert. Es waren reine Prototypenpanzer und der XM1 war dann der Vorgänger vom M1 Abrams. Das heißt, der XM1 wurde niemals in Serie produziert. So, dann schauen wir uns ganz kurz den Tech Tree an. Er befindet sich bei den guten Wölfli und ist hier auf Stufe 6 angesiedelt, nach dem M60A3 Panzer. Dann schauen wir uns das Wichtigste an. Diesmal die Werte des Panzers. Auf Wunsch werde ich die Werte etwas schneller überfliegen, da viele gemeint haben, ich würde zu ausgiebig erklären. Wir schauen uns, wie gesagt, die Vergleichspanzer an, den Leopard 2AV, den MPT-70, den T-72A und am Schluss der XM1 Panzer. Schauen wir uns zuerst den Schaden von den Panzern an. Hier ist der XM1 das Schlusslicht der Panzer, der Alpha-Schaden ist am geringsten vom XM1 und die Penetration mit 325 mm im voll ausgebauten Zustand ist auch der geringste der 4 Panzer. Allerdings, wie gesagt, im DPS kann er das etwas aufholen, da er eine relativ hohe Schussnachladezeit hat. Allerdings ist er auch im deutlich unteren Mittelfeld mit 2730 Schaden. Wie gesagt, die anderen sind in der DPS höher, bis auf der MPT-70, der aufgrund seiner langen Nachladezeit eine geringe DPS hat. So, dann kommen wir zur Panzerung. Hier sieht es dafür dann etwas von Vorteil aus. Hier spielt er in der oberen Liga mit und führt die Panzerung sogar an. Der XM1 hat eine Panzerung von 255 mm. Und hat auch den höchsten Multiplikator auf dieser Stufe mit 1,55 Panzerungsverstärkung für AP und HE und sogar für Heat hat er 2,7. Beim Turm sieht es dafür etwas wieder anders aus. Der Turm hat nur eine Panzerung von 245 und ist daher schon wieder am Schluss angesiedelt von der Turmpanzerung. Da sind die drei anderen Panzer besser, auch wenn der MPT-70 nur geringfügig besser ist als der XM1. Fazit, Panzerung an der Wanne sehr, sehr stark, nicht durchzukommen und dafür die Schwachstelle etwas am Turm. Aber aufgrund der Bauweise ist der Turm auch relativ schwer zu durchdringen. Allerdings hat der XM1 deutliche Nachteile in den Weak Spots. Die Weak Spots beim XM1 sind auf der Tierstufe die größten Weak Spots aller Panzer auf dieser Stufe. Wer das genau sehen möchte, ich habe ein Weak Spot Video für die T6 Panzer veröffentlicht. Da sieht ihr, der XM1 hat leider relativ starke Weak Spots. So, dann schauen wir uns hier noch die Beweglichkeit an. Hier hat der XM1 seine deutlichen Vorteile. Er ist der schnellste Panzer von allen mit einem Speed von 72. Und mit einer Beschleunigung von 7,3 Sekunden ist er zwar nicht so ganz schnell in der Beschleunigung, allerdings hat dafür auch den höchsten Speed. Dann zur Sichtbarkeit. Hier sind sie wie immer alle gleich. Der XM1 hat eine etwas höhere Sichtweite mit 375 Metern. Ist er ziemlich stark im Gegensatz zu anderen Panzern. Allerdings ist die Sichtweise auch nicht so ganz wichtig bei den Panzern. Deswegen eher zu vernachlässigen. So, dann kommen wir zu den Gunwerten. Hier ist der XM1 wieder im oberen Mittelfeld deutlich unterwegs. Er hat einer der besten Guns. Die Genauigkeit ist am höchsten.
Die Zielzeit ist am besten, die Nachladezeit ist auch top. Das heißt, rein von der Kanone her ist er der beste Panzer mit einer extrem guten Zielzeit und einer extrem hohen Genauigkeit des Panzers. So, Fazit zum Zielverhalten. Hier führt die Spitze deutlich an. Allerdings hatte halt den Nachteil im Schaden, dass der Schaden dadurch geringer ist. Wenn man die vier Panzer vergleicht, hat der XM1 seinen Vorteil in der sehr guten Kanone. Im Vorteil, dass die Panzerung in der Wanne sehr stark ist. Die Turmpanzerung an für sich geht auch, wären die Weak Spots nicht da, wäre ziemlich gut gepanzert. Allerdings hat er ziemlich offensive Weak Spots, so dass man ihn relativ leicht eigentlich durchdringen kann, wenn man sie natürlich kennt, die Weak Spots. Ansonsten wird es natürlich durch die Wanne kommt man nicht durch. Wäre ziemlich schwer, den zu penetrieren. So, dann schauen wir uns noch die Upgrade-Möglichkeiten am Ende an. Es gibt keine Kanonenerweiterung an und für sich, es gibt nur HE-Munition-Verbesserung und die Heat-Munition-Verbesserung und einen Retrofit-Slot für die Feuerkraft, einen Panzerungsslot. Es gibt auch nur eine Motorerweiterung und eine Technologie-Retrofit. Das heißt, er ist eigentlich von den Erweiterungen her der Panzer mit den geringsten Erweiterungen auf seiner Tierstufe. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal an, wie sich der gute Panzer denn dann auch wirklich im Gefecht macht. Und dann steigen wir direkt ein ins Gefecht. So, und da sind wir auch schon im Spiel angekommen. Ich bin nicht allein unterwegs. Der gute Amarang ist dabei in einem Centauro und der Gardon im MPD-70. Und wir haben uns entschieden, ich werde auf der B-Linie ein bisschen lang fahren, gemeinsam mit Gardon. Und Amorang hat sich mit dem Centauro noch nicht ganz entschieden, wo er zu dem Zeitpunkt lang fährt. Aber wir werden unser Glück hier versuchen. Ich finde, es ist der einzige, ja, relativ gute Spot für Main Battle Tanks. Da haben wir gleich, das ist der einzige Nachteil, man bekommt hier, ups. Man bekommt hier von der Seite, wenn man Pech hat, einmal rein. XM1 von den Weak Spots finde ich ihn eigentlich ziemlich offen. Allerdings habe ich in den Matches doch relativ viele Abpraller, obwohl er eigentlich von den Weak Spots ja ziemlich offen steht. So, wir konnten einen Treffer vorhin schon mal gut landen. Schon können die Kanonen nicht runter. Und nochmal schön Treffer gerade nach Seite gelandet. Ja, das ist ziemlich eng hier. Geht immer so ein bisschen schräg hoch. Ah, da wollte er durch den vermeintlichen Weak Spot. Oh, das war mehr Glück als Kunst. Ja, wir haben schon 1337 Schaden gemacht. Kann weiter so gehen. Und da tut er uns natürlich schön von unten. Haben wir ihn gleich zerfetzt. Was geht weiter? Oh, 346 da oben rein. Da hat man normalerweise in der Luke eigentlich meistens die geringen Treffer. Dass man durch die Luke so gut reinkommt. Beim MPD 70 habe ich selten. Na toll, jetzt hat sich der eine hier vorgedrängelt, wir wollen uns aber hier nicht. Ja, Amorring hat sich in die Mitte reingesetzt, in die D-Linie. Und wir geben uns hier, ja, Weak Spot vom T80, etwas linksseitig kann man den gut treffen. Kann man vollen Schaden machen, also trifft ihn nicht. Da hat er sich ziemlich gut gestellt. Na. Schade. Weak Spot, wie gesagt, ist links, ungefähr links. Da, ihr seht, da kriegt man durch. Außer, wie gesagt, er hat relativ weit in meine Richtung rumgedreht. Kommt man nicht oben durch. Oh, da ist ein Centauro. Der kann natürlich kaum was abprallen.
Und dann nehmen wir ihn raus. Keine Ahnung, warum der Centauro da stehen geblieben ist. Und jetzt, na? Oh. Kommt nicht mal durch, ey. Von der Seite her, super. Oh, da bräuchte ich die Unterstützung von Armoring. Bleibt da noch hängen. Komm, komm. Oh, zwei Treffer in die Seite rein. Und ich habe einen Abpraller. Boah, Pech gehabt, ey. Ja, aber ich habe schon 2522 Schaden gemacht. Aber dafür nimmt er mich jetzt raus. Ja, eigentlich sehr schade her. War ein bisschen doof, dass ich mich so zwei Treffer in die Seite bekommen habe. Schauen wir mal den guten Gallon zu, was der so treibt. Ja, war jetzt nicht so schön. Weil die zwei Treffer, die ich gerade voll in die Seite reinbekommen habe, waren jetzt nicht so pralle. Ja, der gute Gardner ein bisschen unentschlossen. Der hat... Was hat er da oben noch? Warum fährt er jetzt da? Ach, da oben war mal einer gesichtet. Wollte gerade sagen, der ist niemals mehr da oben stehen geblieben. Oh, da hat er einen schön getroffen. Schauen wir mal, was der Armoring macht. Der ist hier als Tank Destroyer voll unterwegs. Centauro, relativ guter Panzer, finde ich eigentlich. Oh, da kriegt er schönes Fressen. Von hinten einmal. Ja, Gardo hat es leider rausgenommen. Jetzt steht es nur noch 7:3. Sollten sie aber trotzdem noch gewinnen. Was macht der gute Armoring da? Der lässt sich doch jetzt auch nicht auf den Duell mit dem T-80 ein. Nee. Oh, Armoring hat sich da ein bisschen verkalkuliert. Ich weiß nicht, warum er jetzt ja, das HP wohl da rennen wollte aufnehmen oder keine Ahnung. Wo was dazu kommt. Ja, da hat, muss ich sagen, hat Armoring Glück gehabt. Wenn da jetzt nicht die Verstärkung gekommen wäre vom Challenger, hätte es ihn ziemlich zerfetzt. Wie gesagt, XM1, ich finde ihn eigentlich so vom Design her einen tollen Panzer. Aber die Sache ist mit den Weak Spots, da ist er ziemlich offensiv. Ja, das verkriegt sich Armoring natürlich. Lässt den Shelly den letzten Schuss machen. Oder was macht er jetzt? Fährt er wieder zurück? Oh, doch. Sehr risikoreich. Er schießt daneben. Das erledigt. Oh, jetzt hat er einen Fehler gemacht. Oh. Da hat er aber Glück gehabt. Ja. Was steht denn da oben? Oben steht doch nichts mehr. Ja, nur noch ein Wiesel im Spiel. Und da fährt Armoring mal voll gegen das Wrack. Ja, wie gesagt, XM1. Ja, es ist so total unterschiedlich. Ich finde ihn halt von frontal. Wenn ich ihn als Gegner habe, finde ich ihn auf der Stufe ziemlich einfach. Weil er durch die recht extremen Weak Spots meiner Meinung nach auch zu treffen ist. Klar, wenn er sich bewegt und auf Entfernung ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber so finde ich ihn eigentlich rein panzerungstechnisch nicht gut. Was ein Vorteil ist, ich finde seine Kanone ist eigentlich ziemlich gut, auch wenn sie jetzt nicht so übermäßig Schaden macht. Finde ich sie gar nicht mal so schlecht im Aiming. Und so auch von der Bewegung her macht er mir eigentlich auch Spaß. Aber wie gesagt, von der Panzerung ist er halt sehr schwach geworden. Der war mal in einer der Beta-Phasen, ich glaube in der vierten oder in der dritten. War er ziemlich gut. Und ja, kurz bevor ich ihn dann gekauft habe, ist er schlecht geworden. Wie immer. So, schauen wir uns mal das Ergebnis der Schlacht an. Wie immer nach dem schönen Ladescreen, den ich euch natürlich nicht ersparen werde. Wir haben sogar eine Speermedaille gemacht. Aufklärer. Haben 2053 Schaden gemacht. War jetzt nicht so besonders, aber wie gesagt, ich wollte diese XM1-Runde jetzt einfach mal zeigen, um ihn euch vorzustellen. Ich hoffe, es sind doch Platz 2 geworden. Warum nicht?
Amorang ist auch weit unten und der Gardon ist auch unter mir. Jo, dann würde ich sagen, das war's. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Blugraum.